Moin moin und willkommen hier zum nächsten Video. In diesem Video behandeln wir so ein bisschen die Thematik, wie überhole ich richtig. So, das wird wahrscheinlich mehrere Teile geben, beziehungsweise ich werde das dann auch so fortlaufen lassen in die Richtung, wie verteidige ich richtig, wie überrunde ich richtig oder wie lasse ich mich auch richtig überrunden. So, und wir starten dann jetzt einfach mal mit, wie überhole ich richtig. Und ja, ich habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal das Video. So, wir starten ganz einfach mal mit der Situation, dass wir uns hier im Windschatten vom M6 mit unserem M6 ansaugen. Und ja, es geht natürlich darum, immer den Gegner unter Druck zu setzen, in Fehler zu zwingen. Wir sehen es jetzt hier. BMW fährt Kampflinie. Wir haben hierdurch ein bisschen die bessere Linie, können ein bisschen weiter nach außen ausholen. Können jetzt hier ein bisschen eher ins Gas sein und es wird auch direkt innen die Tür zugemacht. Deswegen haben wir quasi außen ein bisschen mehr Überschuss, weil wir halt einen weiteren Bogen fahren konnten. So, haben jetzt aber hier erstmal dann nachgegeben, konnten jetzt hier den größeren Bogen fahren, mehr Schwung mitnehmen. Setzen uns jetzt hier über die Wiese daneben und das ist genau jetzt der Moment, wo man dann wirklich ganz innen die Kurve anfahren müsste. Und dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man dann sagen müsste, so, ich werde jetzt diesen Überholvorgang abbrechen. Und ja, das ist auch wichtig, dass ihr dann nicht bis, bis einer weint quasi, weiterkämpft, weil irgendwann, oder es gibt halt wirklich Situationen, dann seid ihr vielleicht daneben, aber da kommen dann wirklich die Momente, wo ihr dann aufgeben müsst. Einfach, weil ihr natürlich ein Rennen fahren wollt und ihr wollt natürlich dann nicht kaputt in der Wand hängen, deswegen appelliert man da auch ein bisschen so an den, ja, was soll ich sagen, gesunden Menschenverstand, dass man dann auch irgendwann mal nachgibt, weil das war wirklich eine sehr aussichtslose Situation. Ja. Und dann zieht lieber zurück und dann versucht es an einer anderen geeigneteren Stelle nochmal aufs Neue. So, und ich wähle jetzt diese Situation hier ganz, ganz bewusst. Oder die Runde, weil die eigentlich ganz gut zeigt, was alles so schief gehen kann. Und ja, wir sehen es jetzt zum Beispiel hier. Wir setzen uns jetzt hier wirklich daneben. Wir haben extrem wenig Platz, gab ganz leichten Kontakt. Und es geht wirklich darum, den Gegner immer unter Druck zu setzen. Und wir haben genau gesehen, es hat gereicht, um den Gegner so unter Druck zu setzen, dass wir halt wirklich Gegner in den Fehler gezwungen haben. Auf der Innenseite ist an der Stelle auch noch so ein bisschen so ein, so eine Bodenwelle, eine Unebenheit. Und die hat halt wirklich dazu schon ausgereicht, irgendwie mit einem bisschen zu späten Bremspunkt halt, dass man dann den Fehler quasi provoziert hat. Und das ist auch genau euer Ziel, wirklich fair fahren. Kein Kontakt und wirklich den Gegner entweder dann fair überholen oder halt wirklich in den Fehler zwingen. Und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal eine weitere Szene an. So, die nächste Szene, die wir jetzt hier nehmen, ist diese hier. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass man wirklich guckt, dass man den Gegner permanent unter Druck behält. Gerade das, dann erreicht dann der kleinste Fehler aus, wenn man direkt dahinterher fährt, dass man den dann direkt nutzen kann, beziehungsweise dann auch zur Stelle sein kann. So, und wir sehen es jetzt hier wieder, Kampflinie, wir können nach außen gehen. Wollte später bremsen, aber irgendwann musste ich dann bremsen, weil ich dachte, jetzt bremst ein bisschen zu spät. Hab jetzt hier wieder die bessere Linie, kann eigentlich den besseren Bogen fahren, beziehungsweise eher ans Gas. Hab aber nicht genug Schwung mitgenommen, also wir hatten dann so ein bisschen Drive verloren. Jetzt haben wir aber doch wieder ein bisschen Überschuss und jetzt geht es hier wieder in die letzte Ecke. Es wird wieder extrem eng. So, jetzt ziehe ich aber zurück, weil in die Vedol-Schikane sollte man nicht zu zweit attackieren. Und da ist schon wieder der Fehler. Und jetzt muss ich quasi innen verteidigen. Wir können hier außen ein bisschen größeren Bogen fahren. So, können jetzt eher ans Gas gehen. Und jetzt wird uns auch der Platz gelassen und wir können uns jetzt quasi mit mehr Schwung daneben setzen. Und genau, jetzt gleich sollten wir eigentlich vorbeigehen. Jetzt sind wir vorne, jetzt fahren wir direkt ein bisschen in die Mitte, machen direkt die innere Seite zu, dass wir nicht direkt ausgekontert werden. Und ja, gucken, dass jetzt hier nicht zu sehr die Räder durchdrehen und haben uns jetzt quasi jetzt hier, mit Druck fair am Gegner vorbei gearbeitet, muss man wirklich sagen, weil wir halt wirklich die ganze Zeit Druck gemacht haben und quasi nur gewartet haben auf den Fehler. Das ist eine sehr gute eine sehr gute Strategie, einfach den Gegner so lange zu belagern, bis ihr dann halt irgendwann vorbeikommt. So, und da gehen wir jetzt auch noch in die letzte
Szene, die ich hier vorbereitet habe. Und zwar, ja, wir machen hier weiter Druck auf den BMW, verteidigt sich innen, wir greifen jetzt außen an. Es geht ein bisschen weit, macht einen Fehler. Wir mussten auf jeden Fall vom Gas, damit wir nicht hinten auffahren, also wirklich dann auch Rücksicht nehmen auf den Gegner. Und jetzt hatten wir einen richtig guten Schwung, aber ihr habt es gehört, wir sind leider mit dem Rad ins Kies gefahren und haben den dann so ein bisschen verloren. Und ja, das ist jetzt einfach, innen ist zu, nach außen macht es halt auch keinen Sinn und dann müsst ihr halt auch wirklich teilweise einfach mal auf der Geraden dann ja, nachgeben. Und ja, also wenn der Gegner die Tür zumacht, dann empfehle ich halt in den meisten Fällen auch einfach dann, dass ihr dann auch wirklich klein beigibt, weil er sagt halt wirklich, die Seite hier ist zu, ich verteidige mich hier, versucht es woanders. Wir sind jetzt hier, wir fahren jetzt ganz nach rechts, um sie wirklich ganz nach rechts zu zwingen. Bremsen jetzt hier an, hoffen, dass sie sich verbremst. Problem ist an der Nummer, wir haben uns auch verbremst, sonst ja, hätten wir ganz einfach vorbeifahren können. Und ja, also ihr müsst ja natürlich nicht direkt in die erste Kurve reinhalten. Wir sind jetzt hier sehr aggressiv, wirklich verteidigt. Und ihr müsst dann ja nicht innen vorbei. Ihr könnt ja dann nach außen ausholen. Ihr habt die bessere Linie. Und ihr müsst ja nicht direkt in der Kurve probieren. Ihr könnt euch ja auch erstmal dann einen Vorteil erarbeiten, den ihr dann ja wirklich mit in die nächste Kurve nehmt. Und wir sehen es ja eigentlich schon, dass wir jede Kurve quasi jetzt einen besseren Schwung mitnehmen können. Wir sind quasi in Lauerstellung, dass dann auch irgendwann der Fehler passiert und wir uns dann einfach dann ja vorbeisetzen können. Weil erstmal halt wirklich sehr wichtig, dass man fair fährt. Und momentan sieht man es relativ häufig, egal ob auf Public Lobbys, CP-Rennen oder in Liga-Rennen oder ähnlichem, dass halt wirklich oft irgendwo, dass es irgendwo kracht. So, und ich weiß nicht, ob die Leute einfach momentan sehr ungeduldig sind, aber ja. Alle wollen natürlich gerne fair und hart fahren und das Auto sollte halt auch heile bleiben. Und wir sehen es jetzt hier, wir haben uns jetzt hier einen Vorteil erarbeitet. Sie geht jetzt hier ein bisschen weit und wir dachten uns, jetzt komm, wir fahren einfach mal außen mit. Wir kriegen den Platz. Und ja, jetzt habe ich euch ungefähr eine Runde hier den Zweikampf gezeigt und an der Stelle hat es jetzt einfach geklappt. Und ja, ich gucke mal einmal, gucken wir uns das einmal von außen an. So, wir können jetzt ja mal analysieren, wie es zu diesem Überholmanöver kam. Also, wir haben hier die saubere Linie erwischt durch das Michael Schumacher S. So, und hatten wir hier ein bisschen Überschuss, kam ein bisschen ran und dieser Bremspunkt war jetzt hier entscheidend für diese Situation, weil sie dann ein bisschen weit rauskam. So, und wir fahren jetzt hier die deutlich engere Linie, sind eher am Gas. Wir sehen es jetzt hier, also sie korrigiert nach rechts. Weil das Auto jetzt gerade quer geht, kommt da ein bisschen weiter raus. Und jetzt hier, das ist eigentlich eine ganz coole Stelle, weil wir haben das ja auch in der Rennuni bearbeitet, das Thema. Dadurch kommt das Replay ja hier zustande. Die nächste Kurve ist die Rechtskurve. Ich kann auch eigentlich mal hier eben in die F7-Perspektive gehen. So. Und jetzt gucken wir mal. In den meisten Fällen, so, wir sind jetzt auf einer Höhe. Der innere hat sowieso die Linie. Würde ich eigentlich empfehlen, dass wenn wir weiterfahren und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen langsamer, dass ihr den einfach fahren lasst, weil der muss innen fahren und der wird den weniger guten Schwung holen. Ich würde euch dann empfehlen, einfach weit zu gehen, also ein bisschen geradeaus zu fahren noch und dann wirklich hinter dem Gegner einschert und dann wirklich die Kurve einfach besser fahrt und dann mit mehr Schwung am Gegner vorbei. Einfach vorbeigehen. So, in der Situation war das aber ein bisschen unterschiedlich, oder ein bisschen anders, weil, wenn wir uns das jetzt mal angucken, sie verliert hier ihr komplettes Momentum und wir gehen jetzt hier wirklich mit Überschuss daneben. Und bis zur Kurve machen wir auch noch ein paar Meter. So, jetzt bremsen wir einfach spät rein, beziehungsweise lassen uns sehr schnell in die Kurve reintragen. Dadurch verlieren wir ein bisschen am Exit. Gleichzeitig aber sind wir auf einer Höhe und wir haben einfach die Möglichkeit, wenn wir schnell reinrollen, dass wir halt uns gut positionieren. Das innere Auto kann sich ja jetzt nicht bis ans Kies raustragen lassen, einfach weil wir ja daneben sind. Also verliert sowieso auch ein bisschen Schwung, ein bisschen Momentum am Ende. Und ja, wir sehen es jetzt hier einfach. Wir sind eigentlich ziemlich weit vom Scheitelpunkt hier weg und von der Ideallinie. Aber gleichzeitig, weil wir hier außen fahren, blockieren wir so ein bisschen das innere Auto. Und normalerweise, wenn ihr die Kurve fahrt, seid ihr bei dem Punkt eigentlich schon bei Vollgas. Und wenn wir jetzt unten rechts gucken, dann hier in unserem Cut, sehen wir, dass wir erst bei 50, etwas über 50% Gasanteil sind.
Aber das macht einfach nichts aus. Wir sehen es auch jetzt, dass das innere Auto dann eher ans Gas kommt und jetzt hier ein paar Meter mehr macht. So, aber jetzt gleichzeitig auch ein bisschen nervös wird, weil sie sich nicht so weit raustragen lassen kann. Und der Wagen halt ein bisschen nervös wird, einfach weil sie nicht ganz ja, so fahren kann, wie sie eigentlich möchte. So, und das kostet jetzt am Ende dann wieder ein bisschen den Schwung und das reicht eigentlich schon, dass wir uns da ja, sauber vorbeisetzen können. Aber, und das ist wichtig, und da ja, müssen sich dann halt immer alle so ein bisschen an die eigene Nase packen. Das ist jetzt nur zustande gekommen, weil das innere Auto gut mitgespielt hat. Erstmal klar, wir hatten den Überschuss, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir das äußere Auto sind. Wenn das innere Auto sich zu weit raustragen lässt, stehen wir im Kies. So, das ist Punkt Nummer eins. Zweitens, wir müssen so ein bisschen das Gefühl für die Strecke haben. Wir müssen abschätzen, wie viel Platz innen noch ist, weil es muss mindestens dann ein Auto noch daneben passen, beziehungsweise da ist ja auch noch ein Auto. Am besten anderthalb oder zwei. So, das heißt, ihr braucht so ein bisschen das räumliche Gefühl einfach, dass ihr da genug Platz lasst. Und gleichzeitig braucht ihr dann auch einen fairen Sportsmann oder einen fairen Gegner, der dann sagt, ja, da ist außen jetzt einer, ich lasse ihm genug Platz, der sich dann auch nicht ganz raustragen lässt. Also es geht da ein bisschen um Rücksichtnahme, um Fairness auch. Natürlich fährt man gegeneinander und man will auch nicht überholt werden, aber es gehört halt trotzdem dazu. Und ja. Es ist halt auch einfach besser. Also ich bin halt lieber ein guter Verlierer als, ja, wie soll ich sagen, schlechter Gewinner, weil so möchte halt niemand gewinnen und niemand möchte dann irgendwie sich unfair wo dran vorbeidrücken. Das fühlt sich halt auch einfach dann nicht richtig an. So, und da würde ich sagen, das war es dann jetzt auch an dieser Stelle. Jetzt habe ich genug gequasselt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.